Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Heute gibt es eine neue Social-Media-News-Folge. Heute gibt es ein kleines Update zu dem Streit von Dani, Ani und Isabel, glaube ich, ja. Da haben sich jetzt noch andere Menschen mit eingemischt, wegen Klicks und so, ihr wisst ja. Aber bevor der ganze Bums hier losgeht, lasst erstmal einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir die Kommentare und Kommentar für den Algorithmus ist auch noch drin. Jetzt geht's los, rein da! So Leute, wir kommen dann auch direkt zum ersten Ausschnitt, wo sich eine Person dazu eingemischt hat und was gesagt hat. Sie heißt Ani, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall Dinge dazu gesagt, die ich auch nachvollziehen kann, aber halt auch ein Video gepostet wegen Klicks. Ich blende es euch einfach mal ein. Und dann seht ihr, was ich meine. Ich hatte schon oft solche Videos von dir auf der For You-Page und dachte mir jedes Mal, Mädchen, wie viel Lügen verbreitest du hier? Ihr habt es gerade gehört, Isabel behauptet, Dani lügt. Aber ich bin selber seit 4 Jahren Influencerin und würde behaupten, ich weiß sehr gut, was Wahrheit und was Lüge ist. Beim ersten Punkt zum Thema PR-Pakete habe ich schon das Gefühl, Isabel will einfach nur Beef anfangen. Weil klarerweise geht es Dani in einem Video über Vorteile von Influencer sein, nicht darum, wie viel Steuern wir zahlen. Ehrlich gesagt, das nächste finde ich eigentlich am schlimmsten. Beim Thema Kooperationspreise habe ich nämlich das Gefühl, Isabel verdreht Dani extra die Worte im Mund. Dani sagt nämlich in keinem Punkt im Video, dass sie 20.000 für ein TikTok bekommt. Und wenn Isabel schon jemandem unterstellen will, dass sie lügt, dann finde ich, ist es das Mindeste, dass sie sich Danis Video so oft anschaut, dass sie nicht auch Lügen verbreitet. Ich habe noch nie von irgendeinem Influencer gehört, dass er anscheinend Apple-Produkte umsonst bekommen hat. Isabel, wenn du gegen jemanden hatest, dann schau dir doch bitte die Videos von der Person an. Dani hat nämlich schon so oft TikToks drüber gedreht, dass sie mit Apple eine Kooperation hat. Ich war heute auf einem Workshop mit Apple. Leute, ihr habt das Video jetzt gerade gesehen. Sie sagt unter anderem, dass sie halt findet, dass diese Isabel, Dani die Wörter im Mund umdreht. Und das kann ich nachvollziehen. Aber ich verstehe jetzt nicht, was sie sich da jetzt noch einmischt. Keine Ahnung. Ich mache nur eine Berichterstattung darüber. Und keine Ahnung, das ist halt ein bisschen. Ich kriege echt einen Anfall. Also keine Ahnung, was da los ist. Also es passieren viel schlimmere Dinge auf der Welt, als jetzt 1000 Videos drüber zu machen. Wie wer was wie wo gemacht hat. Man kann sich einfach auch so Dinge dann mal privat klären. Ja, das ist meine Meinung dazu. Wir kommen direkt zum nächsten Video. Joris hatte sich jetzt, oder wie er heißt, keine Ahnung, sich auch noch eingemischt und hatte gesagt, dass es viel schlimmere Dinge auf der Welt gibt. Dazu blende ich euch jetzt auch mal einen kleinen Clip ein, ne? Was hältst du vom Streit von Isabel, Dani und Ani? Ani, Ani, Fanny, Bunny, Bunny, Shani, Bunny? Ich muss erst mal gucken, wer ist das? Was die drei machen, ist mir sowas von egal. Es ist mir scheißegal. Was mir nicht egal ist, ist die Wirkung nach außen. Es fuckt mich unnormal ab, wenn Leute sich online beefen. Das Einzige, was Online-Streit bringt, Abonnenten, Klicks und Hass. Purer Hass. Viele Menschen, die sich online beefen, eine Vorbildfunktion für irgendjemand anderes, weil sie Millionen von Abonnenten haben. Eigentlich sollte man vermitteln, dass jemanden online fertig zu machen absolut schwach ist. Warum setzt man sich nicht an den Tisch und sagt, hey, das fand ich nicht cool, das finde ich auch nicht cool, gibt sich die Hand und geht nach Hause? Nein, weil es Klicks bringt. Menschen, die sich online streiten, regen sich über so banale Dinge auf. Da draußen sterben Menschen. Da draußen sterben Menschen, weil sie nichts zu fressen haben. Da draußen sterben Menschen, weil sie in den fucking Krieg ziehen müssen. Da draußen sterben Menschen, weil sie das gleiche Geschlecht lieben. Und ihr sitzt vor eurem iPhone oder eurer Spiegelreflexkamera mit einem Ringlicht im Gesicht und sagt so, ja, das hat mir nicht gepasst. Digga, ich hab Menschen im OP sterben sehen. Vielleicht tut es dem einen oder anderen auch mal gut, um so einen kleinen Reality-Check zu kriegen. Um mal zu sehen, was ist wirklich wichtig im Leben. Wichtig ist, dass man sein fucking Leben genießt. Und zwar jede einzelne Sekunde. Und nicht seine Zeit mit so einer Scheiße verschwendet. Cheat. Ja, Leute, ihr habt es ja gerade gesehen. Ich verstehe genau, was er meint, was er sagen will. Ich finde es halt ein bisschen dumm, sich über so eine Kleinigkeiten aufzuregen. Wegen dem PR-Paket und so. Sie hat gesagt, was für Vorteile Influencer bringen. Und danach hat sie auch direkt ein Video nach dem Streit ein Video gepostet. Was Nachteile Influencer haben, aber das ist ja auch nicht das Thema. Doch eigentlich ja schon so ein bisschen, also ich verstehe es einfach nicht mehr. Es gibt viel schlimmere Dinge auf der Welt, hat er gesagt, es sterben Menschen und so weiter, es sterben Menschen an Hunger, Menschen sterben, weil sie auf das gleiche Geschlecht stehen in anderen Ländern, hat er gesagt. Ja, es gibt viel schlimmere Dinge auf der Welt, deswegen sollte man sich nicht immer an so eine Dinge aufhalten. So Leute, wie ich schon bereits gesagt habe, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hierhin klickt für den ersten Teil, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. So solltet ihr euch den ersten Teil angucken. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, das macht ja sonst keinen Sinn, sich den zweiten Teil anzugucken. Hier klickt ihr, um ein anderes Video zu sehen. Hier klickt ihr für meinen zweiten Kanal, um ihn zu abonnieren. Da poste ich zwischendurch mal Videos. Zum Beispiel habe ich da mal ein Langvideo gepostet, wie ich Montes Garage probiert habe. Hier könnt ihr gerne meinen Hauptkanal abonnieren.
Darüber kommt ja jetzt auch dieses Video, ist ja, ne, klar. Ja, ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Morgen, Mittag, Abend, ist ja scheißegal. Haut rein, lasst es krachen und ciao.